Ja, einen wunderschönen guten Tag. Natürlich bin ich heute mal in Plauen und das ist natürlich der Bärensteinturm. 432 Meter über dem Meeresspiegel. 1996 wurde an der Stelle des durch Bomben zerstörten Aussichtsturms ein neuer, moderner Turm errichtet. Jawohl. Das ist der Bärenstein. Also dieser, hier sind auch sicherlich Felsen drunter. Und dann werden wir mal auf den Turm gehen. Mal sehen, ob es möglich ist. Ja, also tägliche Öffnungszeiten von 8 bis Einbruch der Dunkelheit. Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Jawohl, wollen wir mal reingehen. Der Bärensteinturm. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist natürlich die Feuerwehr gerade hier oben und die versuchen sich abzuseilen als Übung oder als natürlich hier drüben ja, eine Bühne, eine Lichtbühne. Und das ist das die Altstadt rein. Und ja, sehr windig hier, sehr windig hier. Man hört es bestimmt auch, die Geräusche. Aber ich denke mal, auf jeden Fall wert gewesen, sie mal hier hoch zu machen, wo man mal Plauen sieht. Ja, der ganz große Weitblick ist natürlich hier nicht vorhanden bewölkt, aber es geht schon. Also es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Und wir werden mal sehen. Ja, also wie gesagt, hier kann man natürlich auch das Gefühl vermitteln, wenn es bergab geht, aber eben hier mit Treppen und geriffeltes Stahlblech verzinkt natürlich. Und ja, also es geht wieder mal bergab, aber vorher ging es bergauf. Manchmal ist es andersrum, aber es ist eine andere Geschichte. Die klären wir heute nicht mehr, aber ich denke mal, ich habe euch mal Plauen von oben gezeigt und ja, super. Super. Ja, also alleine war ich auf jeden Fall nicht hier. Ja, also wie gesagt, die Feuerwehr von Plauen. Die hat hier, also es ist kein Einsatz, das ist nur eine Übung. Das lässt sich hier wahrscheinlich ganz gut machen. Mit den Abseilen, ja, da, ja, hatte ich auch so einen Witz gehört bzw. gelesen. Da wollte auch einer in so einen Klettergarten, wollte der mal rein und dort mal mitmachen, und da sagt der eine, jetzt musst du erstmal einen abseilen. Und das hat er gemacht und seitdem hat er dort Hausverbot. Also wie gesagt, das ist eine andere Geschichte, aber das wollte ich euch mal mit rüberbringen. Lasst euch den Humor nicht nehmen, also es ist traurig schon genug hier in unserem Lande und auf der ganzen Welt. Aber Humor muss natürlich mit dabei sein. Und ja, also der Bärensteinturm, den hätten wir jetzt auch bestiegen und jetzt wieder, wieder unten angekommen, zumindest. Und ja, also
gehen wir noch mal raus hier rüber und hier runter noch mal auf den Platz. Das ist wie ein Fußballplatz gemacht hier und jetzt werde ich noch mal hier den Turm von der Seite sehen, von der anderen Seite. Da seilen sich gerade die Kameraden ab oder sind schon abgeseilt. Aber wie gesagt, ist manchmal, sind das Zufälle im Prinzip, wo man sagt, Mensch, jetzt ist man vielleicht fast alleine mit ein paar Touristen auf dem Turm. Dann habt ihr ja die Geräusche gehört. Verursacht natürlich auch Geräusche. Aber wie gesagt, eine super Sache. Und das hatte ich mir schon so oft vorgenommen, mal nach Plauen. Ich war ja patriotisch öfters mal in Plauen und mal privat, touristisch mal hier zu sein, ist doch auch eine super Sache. Also hier sieht man, wie ich gesagt hatte, auf der anderen Seite, da sind gerade welche dabei. Sie seilen sich ab. Sie seilen sich ab. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Kunst von Plauen. Also man sieht das auf der Seite nochmal super. Hier habe ich nochmal den Spielplatz, zumindest was man alles nicht darf. Den Spielplatz Bärenstein. Aber es war auf jeden Fall die Wanderung wert hier hoch. Es ist nicht allzu weit. Und ja, also mit den Bildern möchte ich mich vom Bärenstein in Plauen verabschieden. Ja, das läuft natürlich wieder unter der Rubrik So schön ist unsere Heimat. Tschüss!